Where are they taking Pete? Don't you worry about him. What about Greg? Looks a bit empty, doesn't it? Like something's missing. Luckily, my sister's good at getting answers. She'll find out what you did with the rest of it. And if she doesn't, the two of us are gonna have ourselves a talk. I'm not gonna let you do this. Keep an eye on her. She's got a knack for starting trouble. Anything goes down and I'm blaming you. And you don't want that. Trust me. I don't take orders from you. You should reconsider. I'd say make yourself comfortable, but that's, probably not gonna happen. Diese blöde Putte da. We've gotta get out of here. You're gonna hurt Greg. Wir? Ich tut mir leid. Ich höre immer wir. You don't know what they're capable of. Will you be quiet so I can think? Fine. You go right ahead. Should have never involved my brother in this, and now you, Ich höre. Who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Did you steal those supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. This is my fault. I'm so sorry. I was just trying to protect my family. That's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. What the hell is going on here? I just wanted to use the radio to reach people. I never expected that Randall will show up there. Not after... Not us. Ties are too tight. You see anything we can cut him with? Ja. Anything with a sharp edge. Meine Machete. Die sie mir weggenommen haben, du Blöde. Mob Jack, like the fairy. These must have come from there. Never be able to slip my hand out. Da ist eine Katze. Ja, du? Ja. Ich gucke schon wieder weg. Und jetzt gucke ich wieder hin. Siehst du? Ich sehe es. Ja. Und ich gucke wieder weg. Und dann gucke ich wieder hin. Denn aller guten Dinge sind drei. Ja. Das ist nicht doof dabei vorkommen, immer wieder das Gleiche zu sagen. Oh. Hey, Sam. Are you looking? We gotta find something. Warum will sich hier in dieser Welt nie jemand mit mir unterhalten? This used to be full. How should I know? Das klang eben nicht ganz aufrichtig, aber na gut. Someone really loves their cigs. Same brand that was in the duffel. One of the Mob Jack's first aid kits. This is why there was nothing left on that ferry. It's all here. Und Kinderspielzeug. Aber nichts wirklich Scharfes. Chompy. Chompy the Dino? Ich darf mir nur eines der Spielzeuge. Warum darf ich mir nur. Okay. What's going on? This is freaking me out. You're freaking me out right now. I'm so sorry. Fine. Oh, dieser Hund, ne? Der bringt hier so eine Unruhe rein. Come on. If you want to get out of this, I need you to tell me the truth.
You saw those bodies back at the ferry? Ja. That was another group. We traded with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just murdered them. They were trying to run away. How do you know? Did you see it happen? We were on a supply run. We heard gunshots and screams. We tried to look for survivors, but... Du weißt es also nicht mit Sicherheit. Sie hat es nicht mit eigenen Augen gesehen. Sie vermutet einfach. Ich meine, es ist relativ wahrscheinlich, aber... They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight... Es ist nicht garantiert. Well, you know what happens. They just... It's nothing to them. I saw what Randall did. Now do you get it? If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. Du weißt, wir hätten diese Situation vermeiden können? The pipe's loose. Just a little more and I can get free. We have to get out of here. Sam, that's a bad idea. Haven't heard a better one. Ganz, ganz schlechte Idee. Das kann doch nur nach hinten losgehen. Whoever comes through that door, we jump them. That's the only way we're getting out of here. Dazu müsste ich aber auch frei sein. It's now or never. What's it gonna be? Ach, scheiß drauf. Worth a shot. Let's do it. Was soll's? Sterben müssen wir alle irgendwann. Ich bin noch nicht frei. Wollte ich nur mal angemerkt haben, das könnte dein Plan ein bisschen verkomplizieren. Hallo, Randall. Quiet down here. Here I was, ready for a fight. Nice work. Kept it together. Und tschüss, Mann. God damn it! Daneben. Nie getroffen. I knew you were dangerous. Come on. Norma wants a word. Jetzt lässt du sie losgebunden einfach da unten, ja? Hätte ich ja nicht unbedingt gemacht, aber na gut. Also was kann noch nach hinten losgehen? So, Michonne. Anwesend. That's a great name. Norma. I always wanted to be a Veronica or Gwendolyn when I was a girl, but I've made my peace with it, I suppose. You're lucky, though. You got a name people remember. Michonne. So allmählich macht sich auch so ein bisschen... Damn, that's good. ...Müdigkeit in mir breit. Nice, strong name. You can stop kissing my ass. That's not gonna work with me. Sure thing, honey. I'm sorry about all this, but... I just want to talk, that's all. Fast 1 Uhr nachts jetzt, you mind taking these off? Sure. Once I get to know you better. Ich erwähne das auch nur, weil I know you're angry, but try to consider things from my perspective. Wenn ich müde werde, immer so ein bisschen stiller werde. Ich glaube, ich habe in letzter Everything Zeit points to you stealing from me, from my people. Die letzten paar Minuten insgesamt relativ wenig gesprochen. If that's not how you see it, enlighten me. Help me understand. Nur, dass ihr das versteht, woran es liegt. If all goes well, keine Entschuldigung, nur eine Erklärung. You got the wrong people. We didn't take shit from you. Randall believes otherwise. But that doesn't mean I think you're guilty just yet. You're gonna help me get to the bottom of things. You do that, and you get to go home. Go on. Consider it a peace offering. You and I are gonna come to an understanding. Müssen sie ja nicht mehr vor den Kopf stoßen, als notwendig ist. So tell me, you and Samantha,
How long you all been together? Haven't seen you before, but then you might have been lying low. You seem brighter than Samantha. We're not together. I don't know these kids. So you say. And what brought you to that ferry? Seems awfully strange you just stumble on it out there in the middle of the water. It's just a little difficult to wrap my head around. You all ending up there together at the exact same time. Pete and I picked up a signal on the shortwave. It was coming from the ferry. Hey, Zachary. Yeah? Get Janie to take a crew on down to the Mob Jack. See if anyone else picked up on this signal. Bring anyone they find back here. Hätten wir das nicht erwähnen sollen? They need help. We'll take care of them. So how about your group? Are there others? I need to know who's with you. Can't act on incomplete information. There's nobody else. That's interesting. Maybe I haven't been clear. The only reason you're still sitting here is because I've decided to let you tell me your side of things. I suggest you stop fucking around. Otherwise, this is gonna stop being so pleasant. Don't mistake my kindness for stupidity. So this is the real Norma, huh? It is now. Look, I don't need to deal with you. From your side, I'm sure this looks bad. I get that. But there's more to this than you realize. Das habe ich mir schon gedacht. Hoffentlich. Whether you're with him or not, there's something you should know about Samantha. That girl is a natural-born liar. Nee. She's good. Ja, ich sowieso nicht vertraut von Anfang an nicht. She laid it on thick for you. Said it was all her fault. She's sorry and won't you please help her escape, big bad Norma? Ich würde mal sagen, keine der beiden Seiten ist unschuldig. The first time she fed that line to somebody. You almost believed her, didn't you? Yeah. She said something like that. See? I knew she would. She's lied to us before, stolen from us before. You can see why I might be just a tad frustrated. I mean, I let her go, no consequences. And now she's stealing from me again. How am I supposed to feel about that? Yeah, that frustrated me too. I'm glad to hear you say that. Not a lot of good people left, I'm afraid. There's a fine line between being generous and being taken advantage of. Everyone deserves a second chance, I believe that. But never a third. Most people will take advantage if you let them. What about those people on the ferry? Children, whole families, executed. How many chances did they get? No, we didn't do that. Scavengers killed those children, their families, everyone. Then they took over. So Randall went down there, gave those murderers justice, made sure they'd never kill again. That's what we do here, protect people. Ich weiß nicht. I bring folks in, see that they're fed, clothed, looked after. What about what you take from them? The salvage. Ich bin mir hier echt nicht sicher. We need the same things anybody does. We pool our resources, we survive. I'm not telling you anything you don't know. No more beating around the bush. Where's the rest of it? What? You say you weren't with those kids, but Randall caught you with them. You had this, but there's still much more missing. So, where is the rest of it? Bullets and ammunition, handguns and a couple of rifles. All missing. I've got no fucking clue. Of course you don't. Bring in the kid. What do you do it? Here's how this is gonna work. I know he's not gonna talk to me. His sisters probably fill his head with all kinds of stories. So you'll be asking the questions.
Let go of me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? Blöde Situation. We're just gonna do a little fact-checking, Greg. See if your story squares up. There's no way I'm talking to you after what your brother did. Shit, Randall! Fuck you! You want another one? Randall, come on now. Michonne, mind asking Greg what I asked you? Go on now. Ask him. Wir haben eigentlich, warum sollten wir ihm helfen? Der hat uns How long have we been together? Knarre an den Kopf gehalten. Long time. We're old family friends. That's not how Michonne told it. She said you weren't even together. Someone's full of shit. He's just scared. Leave him be. The kid's a liar. Hey! Okay. Let's try again. Michonne? Ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. You remember, don't you? Sorry, Junge. She wanted to know how many of us are out there. Ernsthaft? There are. There's more of us. Lots more. Well armed, too. Well, that's disappointing. She said it was just you four. Randall, look out! Please, I'll tell you whatever you want. Aim that at me. I dare you. How about I just shoot him? Kann ich, die Frage ist jetzt. Randall. Think you made your point. Kann ich das jetzt eiskalt durchziehen und den Jungen ans Messer liefern? Mal so richtig Arschloch spielen? Als Lee, als Clementine, als Javier hat sich das total falsch angefühlt. Michonne, so wie ich sie in meinem Kopf habe zumindest, wird so einiges tun, um zu überleben. Für Leute, mit denen sie nichts zu tun hat zumindest. Damn it, for fuck's sake, Randall! Norma, please, okay, this isn't working. You're not gonna get what you want this what way. What would you fucking suggest? A pat on the head and a lollipop? He's got a point, Wer Randall. Ist das denn da you überhaupt? Took it too far, like you always do. People need a firm hand. You're not gonna get him in line by being soft. Now, being smart isn't the same as being soft, Randall. We're not gonna get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. Pete? Warum Pete? I appreciate you telling the truth, Michonne. You. How you've lived so long in this world, I haven't a clue. Zachary, a word in private. Warum sollte ich meinen Hals für ihn riskieren? You okay? Ganz ehrlich. What do you think? Are they done with us? Or is it gonna get worse? My guess is it's gonna get worse. Well, maybe they'd stop if you gave them what they want. I would if I had it! No matter how many times I say it, no one believes me. I can't believe I pissed myself. Seriously. My little brothers could see me now. I've never done that before. Never. Deine was? I'm not like that. Afraid. Fuck! You'd be stupid not to be scared right now. You don't look scared. You look like you've seen this 100 times. I knew about the Rotters. I mean, I fought them before, killed them. It's bad. But people are worse, aren't they? Manchmal. I didn't know it was this bad. They know what they're doing. They just don't care. People are worse. Nothing scares me more than them. Yeah. Yeah, I guess. I don't know. The thing is I say that about people, but people, family, you know, they're the only reason to live. Oh, what if you don't even have that? Drück doch nicht auf die Tränendrüse hier. I left them behind. My daughters. I didn't know.
You lie to yourself to live, so you keep going. But when you stop, hey, Pete. Pirate Pete. So, you look rough, kid. I'm not a kid. Yeah, you are. What'd they do to him? Asked him some questions. Ich befürchte ja, Pete. I haven't seen it. Wird's nicht aus dieser Szene rausschaffen. How are we playing this? Yeah, Michonne. How are we playing this? I'm all ears. Any day now. I'll get us out of this. And I just cannot wait to see how you do that. Ich krieg das schon hin. Spätestens in der dritten Episode. Come on. Also mich zumindest, die anderen vielleicht nicht unbedingt. Zachary? I just have a few questions. Hoffentlich ist Pete schlau genug, ähnlich zu antworten wie wir. Im Großen und Ganzen die Wahrheit zu sagen und halt nur zu verschweigen, dass wir da noch ein paar Leute auf dem Boot haben. I know just where to put you. Das ist eine lange Episode, ne? What the hell? Jonas! Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge Jonas. In here! See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas. Okay, fine, Randall, That's let's right. just... You do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that need doing around here. You gonna take that, Zachary? Yeah, Zachary. You gonna take this? Stay out of this! Look at you, showing some backbone. Look, whatever you're gonna do, Randall... No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here. Go on. Get them talking. Mit einer Knarre. Where are the rest of the supplies? The bags with the ammo! Hey, shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun! I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Please, no one has to get hurt here. Shut up! I'm just trying to help you. Okay, then talk. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it. Careful. Don't get too close to her now. Please, we all need to calm down. Okay, okay. If I knew where your ammo was, I would tell you. I... Hey, who's in charge here? You or her? Huh? Das geht doch in die Hose. You want answers? Talk to me. Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! It's okay. You think this is okay? Get it together, Zachary! Stop! What are you waiting for? We don't have to be enemies. You don't have to do this. I know. Last chance, Zachary! Fucking do something! Uh-oh. Stop! Damn it, Zachary! Now who's taking things too far? I didn't... Outside, now! No, 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 Greg! Sam... I can't! Oh, we have to get out of these! We have to help them! Sam. Oh, God. Craig. Hang on, Greg. Someone's shirt. It could slow down the bleeding. Meinst du, aber... Oh. Greg! Sharp. This could work. Erstmal den Kabelbinder durchschneiden hier. Oh, nicht schon wieder. Aber jetzt weiß ich ja, wie ich es machen muss. Dann funktioniert es ja tatsächlich auch. Please. Nimm schon mal das Hemd. Oh, please. Du legst dich hin. Need to lay him down.
again. Think of Alex. You're his hero. Und vor allem. What will he do without you? Not a very good hero. No, you are. Wenn er jetzt drauf geht, ohne Kopfschuss, dann wissen wir ja auch, was als nächstes passieren wird in dieser Welt, oder? He's gone. Wie lange dauert das nochmal? He's going to turn, Sam. He's gonna become one of them. Everyone turns. Always. You need to be ready. I'm gonna need your help. I can't. I just need another second, please. Ich kann die immer noch nicht einschätzen. Ich kann die alle nicht einschätzen. Greg, I love you. I know it looks like your brother, but it's not him. Not anymore. I just need more time. Greg, please. Gott sei Dank klang gefesselt. So, was haben wir denn hier? Ein Schraubenzieher. Ja, warum nicht? Alter, ich habe mindestens dreimal auf diesen gottverdammten scheiß Schraubenzieher geklickt, ja? Möchte ich nur mal anmerken. Und es hat einfach nicht reagiert. Es hat nicht reagiert. Nein. Oh, hier, jetzt aber. Es geht doch. Hold him down. Es ist auf jeden Fall sauberer, als mit dem Rohr drauf einzuprügeln. Vielleicht besser für Sams Psyche. I'm so sorry, Greg. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Okay, so viel zum Thema ist besser für ihre Psyche. Ich habe dieses ganze Dead Space 2 Szenario unterschätzt. Irgendwas wollte ich auch gerade noch sagen, aber... Fuck. Blöd, Mann. What happened to him? You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? You killed him! It was an accident. I swear, okay? I swear! Ja, war's ja auch, aber... Lower! Please lower the gun. I'll explain everything! Sam, put the gun down. Why? He's a murderer! Calm down, Sam. Please. You're not leaving this room, you son of a bitch. Sam, verdammt, mach keinen Scheiß. I mean it, Michonne. This bastard killed my brother. Meine Güte, ey. Lass die Kacke sein, Mädchen. Hör doch mal auf mich. Situation gewesen, das gerade. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das unser Cliffhanger wird. Demons, honey. And I seen some fucked up shit in my time. But you, you're a whole different animal. Caged up, just itching to get out. I seen it in your eyes. You're a killer.
That's what you do. You don't know what I can do. Okay, sieht vielversprechend aus. Wir kriegen nicht mal einen Abspann. Es gibt keinen Abspann. Wieso gibt es für diese Episode keinen Abspann? Das irritiert mich total. Hast du versucht, es zu beenden? Du und 67,5% der Spieler nahmen die Waffe herunter. Dann die nächste Entscheidung, die wir hatten. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? Du und 71,3% der Spieler stiegen die Leiter hoch. Irgendwie bin ich fast immer, allgemein bei diesen Telltale-Geschichten, ich bin fast immer auf der grünen Seite, also mit der Mehrheit der Leute. Das ist total irritierend. Auf der grünen Seite bin ich ja sowieso, ne? Aber mit der Mehrheit bin ich... Oh! Das war ja ein Sprung. Das hast du geschafft? Ja? Es prügelt dich doch nicht noch hier. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert? Du und 57,4% der Spieler verpassten Randall einen Kopfstoß. Ja, aber nur weil er ein Arschloch ist, nicht weil ich da jetzt unbedingt einen Krieg vom Kopf brechen wollte. Hört ihr jetzt mal auf hier? Meine Güte. Ja, das ist der Kater. Der mag den Hund nicht sonderlich. Der Hund ist auch tatsächlich nur... Oh meine Güte, jetzt hör doch mal auf. Ich glaube, ich muss da gleich mal intervenieren. So, aber ganz kurz vorher noch. Hast du Greg an Norma verraten? Du und 26,6% der Spieler erzählten Norma, dass Greg ein Lügner sei. Gut, in Anbetracht der Ereignisse, die danach stattgefunden haben, war es vielleicht die richtige Entscheidung, wenn wir Greg sowieso nicht retten konnten, so im Nachhinein gesehen, war es vielleicht klug dafür zu sorgen, dass Michonne mit möglichst vollen Lebenspunkten da rauskommt, um einfach mal wieder in diese Rollenspielterminologie einzusteigen. Könnt ihr jetzt mal aufhören hier? Ja, es sind die letzten 2 beschissenen Minuten von dieser Aufnahme. Müsst ihr hier jetzt noch so ein verdammtes Theater machen? Meine Güte. Und dann noch die Frage, hast du Sam Zachary erschießen lassen? Und du und 82,8% der Spieler haben Zacharys Leben verschont. Warum auch nicht? Ich meine, er war offensichtlich mit der ganzen Situation völlig überfordert und es war offensichtlich, dass er nicht abdrücken wollte, dass er das nicht wollte. Bei ihm, es war ein Unfall, es war letztendlich Totschlag. Es hatte nichts mit Planung zu tun oder sonst was. Es ist echt beschissen gelaufen und ich kann Sam auch verstehen, aber Zachary, er wollte es nicht, das hat man gesehen. Randall vielleicht, ja, der hat im Prinzip diesen Ausgang provoziert, aber Zachary wollte das ganz offensichtlich nicht. Und in dem Moment, wo wir Sam hätten abdrücken lassen, wäre Sam definitiv zu einer Mörderin geworden und das konnte unsere Michonne jetzt natürlich nicht zulassen. Oh meine Güte, Katerchen, es ist gut jetzt. Hm? Der böse Hund ist ja gleich weg. Alter. Wir machen einfach mal weiter, ja? Und da ist der Abspann. Und das war sie. Die erste Episode, also eigentlich ja schon die ersten 3 Episoden von The Walking Dead Michonne. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt, wo diese Geschichte uns letztendlich noch hinführen wird. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, ich freue mich darauf, das hier mit euch zu machen, aber ich freue mich auch auf das, was ich im Anschluss geplant habe. Zumindest falls von euch keine Comments, keine Vorschläge in irgendeiner Art und Weise für das Folgeprojekt kommen. Aber nein, ich werde es auch an dieser Stelle noch nicht verraten. Wenn ihr wissen wollt, was da kommt, dann werdet ihr euch wohl einfach noch ein bisschen gedulden müssen. Oder ihr schlagt halt einfach in den Comments selbst etwas vor. Das bleibt euch natürlich überlassen. Mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nichts weiter zu sagen, als das war The Walking Dead Michonne für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und außerdem hoffe ich, dass ihr dieses wunderschöne Lied im Hintergrund, dass ihr das tatsächlich hören könnt und dass ich das nicht stumm schalten kann, weil das wieder irgendeine lizenzierte Musik ist, die in Deutschland nicht freigegeben wird, weshalb ich die Musik entfernen muss, um dieses Video überhaupt in Deutschland veröffentlichen zu können. Aber das weiß ich natürlich im Voraus nicht. Das wird sich erst zeigen, wenn ich das Video denn dann tatsächlich hochgeladen habe. Also ich hoffe, ihr hört jetzt hier irgendwas. Wenn nicht, ist auch blöd gelaufen.
Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal eine gute Nacht.